Wir haben schon den Sommer erreicht und unsere Nahrungsmittel haben rapide abgenommen. Es ist eigentlich gar nicht so schlecht, dass ich gleich 2 Felder gebaut habe. Ich habe nämlich irgendwo auch mal gesehen, dass... gelesen, dass die Nahrungsmittel sehr schnell verschwinden. Und dann hoffe ich auch, dass die... 52%, das ist Sommer. Ich denke mal, im Herbst müssen sie ernten. Hoffe doch, dass sie das schaffen. Und ich hoffe auch, dass wir demnächst mehr Leute haben. Weil ich glaube, wir haben zu wenig. Kamel. Weiblich, 5 Jahre und ist nicht educated, das ist Bildung, hat keine Bildung und hat als Beruf Kind. Schön. Oh, und was stand da? Family? Ach nee, Kamel ist Eitling, was heißt das? Billy Idol? Keine Ahnung. So gut ist mein Englisch jetzt leider doch nicht. Ah, Rauch. Also, 10 und 11 Jahre, haben schon eine eigene Familie. Ganz normal. Es sieht sehr geschäftig aus, aber ich verstehe gar nicht, warum die Leute laufen alle hier bloß rum, aber ich glaube, das meiste hier sind wahrscheinlich Kinder. Die haben wahrscheinlich noch gar keinen Beruf. Bilder. Ah, ja, okay, der darf rumlaufen. Aber die meisten haben ja eigentlich auf dem Feld zu sein. Aber ich glaube, wir brauchen die Nahrungsmittel einfach. Machen wir mal ein bisschen schneller. Ja, ich denke mal, das wird schon... Es ist erstmal Sommer. Ich glaube, dann kommt wahrscheinlich auch noch später Sommer und dann kommt früher Herbst. Oh, da ist irgendwas leer. Stein, wir haben keinen Stein mehr. Natürlich, das geht natürlich. Wir haben 2 Laborer, was machen die den ganzen Tag? Ah ja, okay, die Dinger brauchen aber auch haufenweise Stein, darf ich nicht vergessen. Das finde ich aber jetzt echt blöd, dass hier so wenig Stein ist. Gibt es überhaupt Eisen und sowas? Eisen brauche ich später auch noch. Ja, bloß noch 4. 4 Leute ohne Haus. Vielleicht baue ich die auch einfach zu zeitig, die Steinhäuser. Ich weiß es nicht so genau, aber ich habe sie lieber jetzt, als wenn ich dann alles nachrüsten muss, weil ich mag nicht mal alles nachrüsten. Vielleicht ein Bilder weniger und dafür ein Laborer mehr. Vielleicht geht es dann ein bisschen schneller. Und ich glaube, man konnte die Ressourcen doch auch einzeln abfrühstücken. Collect Stone, ja. Hol dir mal das und hol dir diese paar Findlinge da. Und hier oben sind übrigens Tiere. Auch sehr schön. Was ist das? Das sind Pilze. Die kann man auch irgendwie ernten. Ich weiß gar nicht jetzt wie. Das sind Kräuter? Kraut? Ich weiß gar nicht. Also das kann man jedenfalls auch irgendwie sammeln. Ich weiß bloß noch nicht wie. Aber das kriege ich auch wieder raus. Da sind noch Steine. Da sind Steine. Habe ich das jetzt alles erwischt? Anscheinend nicht. Hol den Stein. Ja, wir haben jetzt einen kleinen Nachteil, dass wir auf dieser Insel gefangen sind. Das heißt, er banished, von daher ist es okay. Und da wächst tatsächlich was nach an Bäumen. Also Bäume vermehren sich selbstständig. Sieht man auch hier. Es sei denn, ihr holzt natürlich alles ab. Was abgeholzt ist, wächst seltener nach. Sollten wir uns vielleicht auch mal ein bisschen Gedanken machen, was die Menschheit an sich angeht. Und wir haben bloß noch 23 Kartoffeln. Das ist nicht gut. Und uns fehlen immer noch. Und wir haben immer noch nicht genug Leute. Nicht genug Häuser. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht doch wieder auf die Holzhäuser umsteigen sollte. Ich weiß nicht, ob die erfrieren können. Ich vermute mal schon. Die Temperatur fällt aus, es ist schon später Sommer. Also solange man noch draußen schlafen kann, ist es wahrscheinlich nicht ganz so schlimm. Ich würde ehrlich gesagt hier in dem
In der Scheune schlafen, wenn ich die wäre. Ach so, jetzt verstehe ich auch, was diese Symbole über den Kopf zu bedeuten haben. Die haben kein Haus, die Leute. Ah. Und hier beginnen die ersten Erntearbeiten. Squash, das sieht... Das hat irgendwas von einer... Ist das eine Zucchini? Das könnte eine Zucchini sein. Ja, Kartoffeln. Ja, mit Zucchini, die kann man dünsten. Ach, was man alles mit den Kartoffeln machen kann. Kartoffelbrei, gedämpfte Kartoffeln, Pommes, geröstete Kartoffel, gedämpfte Kartoffel, habe ich ja schon gesagt, weiß nicht. Und natürlich, man kann die Kartoffel roh verzehren, sollte man aber nicht tun, weil das birgt immer die Gefahr, sich Parasiten einzufangen. Schmeckt auch nicht so gut, ich habe es mal probiert und es ist wirklich nicht lecker. Ah, Squash. Ich glaube, wir brauchen auch langsam... Wir haben fast kein Feuerholz mehr. Das müsste man auch irgendwie herstellen. Vielleicht sollte ich hier einfach mal ein bisschen Platz schaffen. Wollte ich mal hier alles... Brauchen das eigentlich gar nicht um die Siedlung. Also wir brauchen es schon, aber... Die Siedlung soll ja recht frei sein. Von allem. Hier oben, das kann ruhig noch ein bisschen bleiben. Und das haben wir hier... Ach, Essen, genau. Feuerholz geht aus. Kohle, was ist das? Medizin. Medizin gibt's auch. Naja, ob wir Alkohol brauchen, müssen wir mal schauen. Alkohol ist so eine Sache, das macht die... Ach, das ist natürlich schneller fertig, weil es ein kleineres Feld ist, natürlich. Alkohol macht die Leute bestimmt auch unproduktiver, aber... Lässt sich bestimmt gut mit handeln. Oh, Early Autumn. Ich glaube, wir kriegen die Häuser nicht fertig. Es ist schlecht. Denn ich glaube, dann werden die ersten Leute anfangen zu erfrieren. Spätestens, wenn der Winter kommt. Und ich weiß auch nicht, ob wir genug zu essen haben. 157 Kartoffeln. Wo ist das ganze Essen hin? Oh, ja, das haben die alles geklaut. Schön. Wie viel Feuerholz war denn das anfangs? 25 haben wir noch? Ja, es sind aber auch Großfamilien, darf man nicht vergessen. 416 Kartoffeln. Ich hoffe, die sind wenigstens so schlau genug und lagern sie so, dass die Kartoffeln nicht schimmeln. Beziehungsweise faulen. Das wäre natürlich herber Verlust. Vor allem, weil wir nichts haben. Was macht der kleine Wurzelscheicher hier? 5 Jahre. Kind, natürlich. Rumstehen. Vielleicht soll ich doch ein paar Holzhäuser bauen und nachrüsten. Ich weiß es nicht so genau, aber es ist schon Herbst. Vielleicht haben wir auch bald mehr Leute, die was ranschaffen, weil... 4 Leute. Ich glaube, ich baue nochmal... Wenn wir genug Stein haben, hier fehlt noch ein Stein, hier fehlt 40 Stein, wir brauchen einfach mehr Stein. Da, was ist das? Ist das Stein? Ich weiß es nicht. Ist egal, ich will es haben. Ich glaube aber, das ist was... Es ist Eisen. Ich kann das gar nicht unterscheiden. Das ist Stein, das ist auf jeden Fall Stein hier. Da kommt man bloß nicht ran. Also brauchen wir wahrscheinlich eine Brücke oder sowas. Town Service? Nee. Markets, Roads and Bridges, Steinstraße, beschleunigt die Geschwindigkeit, kostet anscheinend auch nichts, denke ich zumindest, da wir eh untätige, ich weiß nicht, was ich da mal andrücke, ich komme bestimmt auf irgendeine Taste hier, da wir eh untätige Leute haben. Ja, das kann man so anbieten, glaube ich, für den Anfang. Ich wollte eigentlich die Zeit kloppen. Ach, keine Ahnung, wie lange ich jetzt spiele. Es ist jedenfalls Herbst und wir haben gar nichts mehr. Ich hoffe, die bringen wenigstens noch die Kartoffelernte rein.
600 Lebensmittel. Ach so, habe ich auch hier 1000 Lebensmittel. Wir haben immer noch Arbeit, Arbeitslose, Quatsch. Leute ohne Haus. Ich weiß nicht, ob die alle, wenn die alle zu einer Familie gehören, wäre das jetzt natürlich super. Ich frage mich sowieso, warum die Leute, das ist auf jeden Fall ein Kind, das gehört zu irgendeiner Familie, das ist schon mal gut. Irgendwo muss hier noch einer rumlaufen und ich hoffe, das ist auch ein Kind. Weil dann hätten wir alle in dem Haus hier untergebracht. Das setzt natürlich voraus, dass sie irgendwann dieses Haus auch mal fertigstellen. Wäre natürlich nicht schlecht. Es ist nämlich schon später Herbst. Und auf den Feldern liegt immer noch das Zeug. Also, wie wär's mal, Leute, wenn ihr das abholt, da ist 44% auf dem Feld noch. Und wir haben hier fast keine Lebensmittel drin und das muss ja auch noch geholt werden. Ja. Hier ist die. Christine. Ah ja. Ob das die richtige Entscheidung war. Ich hoffe doch, ich muss jetzt nicht nochmal neu anfangen. Und warum? Oh, der. Hamilo, unser erstes geborenes Kind. Glaube ich zumindest. Oh ja, und ein 11-Jähriger und eine 13-Jährige haben schon ihr erstes Kind. Ja. Ist fast wie in Deutschland. Und ich würde mich langsam echt mal freuen, wenn hier mal ein bisschen was passiert. Ich mache jetzt einfach mal noch einen Bauarbeiter, das ist mir zu riskant. Kommt schon. Ich möchte nicht, dass meine Leute verhungern. Und es fängt an zu schneien. Super. Das heißt, die Ernte geht jetzt wahrscheinlich auch kaputt. Und wir haben immer noch Leute ohne... Ich drücke ja nirgendwo drauf. Ich verstehe es nicht. Vielleicht liegt es... Das ist ein Aktualisierungsproblem vom... von Steam. Das kann natürlich sein. Erntet jetzt bitte hier alles ab. Vielleicht habe ich auch ein bisschen... Hat es auch einfach ein bisschen gedauert, bis die... Die Kartoffeln gesät haben. Ich hätte vielleicht vorher mal auf Harvest. Ich weiß nicht, ob die... Dann alles direkt rausziehen. Und jetzt vergeht's. Schön. Also ein Großteil der Ernte ist verdorben. Habt ihr gut gemacht, Leute. Und die bauen anscheinend... Natürlich bauen wir gleich neu an, mitten im Winter. Und wir haben immer noch nicht genug Wohnungen. Ich würde mich jetzt freuen, wenn hier mal Leute einziehen. Kommt schon. Ich mag keine Toten haben. Ah gut, wir haben keine Leute ohne Wohnung. Ah, den ist kalt. Warum ist den kalt? Das Feuerholz, holt's euch. Das heißt doch kalt, oder? Ich vermute einfach mal, dass den kalt ist. Firewood is low. Das kann man gegen... Ja, so ein Lock schmeißt man da wahrscheinlich nicht rein. Firewood. Was ist das? Market? Trading, Stockpile, das. Was das sind die Lagerdinger? Resource Production, das sieht doch gut aus. Cry, Mine, Taverne. Herbalist, Forest Lodge, Woodcutter. Used to chop logs into firewood. Just used in homes in so. Ah, genau. Den brauchen wir. Machen wir mal noch eine Straße hin. Erstmal nur Dreckstraßen, die müssen reichen. Mehr können wir uns einfach nicht leisten. Ich guck dann das nächste Jahr mal, wie es aussieht wegen... Oh. Ah, wir sollten vielleicht mal die Farmer alle wegnehmen. Ich habe zwar gelesen, dass die alle automatisch zu Laborern werden, aber das Risiko möchte ich einfach nicht eingehen. Wir sollten auch vielleicht eine Brücke bauen. Ja, bauen wir eine schöne Brücke dahin und dann kommen wir auch an die Steine hier unten.